Wenn man so ein bisschen die erste Halbzeit anschaut, wie würdest du sagen, jetzt steht es 15-13, ein bisschen Ending mit 2 Goal voraus. Wie hast du die erste Halbzeit gesehen? Ich denke, im Großen und Ganzen ist es sehr eine ausgeglichene Partie, die aber doch geprägt ist von relativ vielen Fehlern. Gerade am Anfang hat Endinger relativ viel mal neben das Goal geschossen. Wir haben jetzt gerade in der 15. Minute ein bisschen Mühe gehabt, das Goal zu treffen oder haben vorher einfach Fehler gemacht, die zu Gegenstoß geführt haben. Ich denke, im Großen und Ganzen ist es interessant, aber es dürfte noch weniger Fehler drin haben. Wenn wir vorschauen, die zweite Halbzeit, die jetzt dann kommt, wo denkst du, müsste der Björn Navarin in den Hebel ansetzen, dass Baden noch vorkommt? In so Situationen. Fehler hast du schon gesagt, oder? Genau, in Situationen muss ich sagen, da vertraue ich voll und ganz auf die Kompetenz des Trainers. Für das habe ich zu wenig Ahnung, was im Angriff passiert. Aber ich denke, was sicher essentiell ist, was wir eigentlich auch für das Spiel vorgenommen haben, ist, dass wir uns auf uns selber konzentrieren. In den letzten 4-5 Spielen, die wir hatten, hat man gesehen, dass wir immer sehr viele Fehler gemacht haben im Angriff, die zu Gegenstößen geführt haben, zu sehr einfachen Goals für den Gegner. Das haben wir auch heute wieder gesehen, weil fast die Hälfte, wenn nicht sogar die Hälfte sogar, sind eigentlich Goals aus Gegenstößen, die eigentlich nicht so passieren so. Und wenn wir es schaffen, dass wir eben die blöden Fehler im Angriff abstellen, dann schaffen wir es, Endungen in den Positionsangriff zu zwingen, wo wir eigentlich viel bessere Karten haben, als wenn wir einfach nur zuschauen, wie es Gegenstöße machen. Jetzt, Goalie sind ja immer ein bisschen spezielle Typen, oder? Und vielleicht muss man auch ein bisschen verrückt sein, dass man überhaupt ins Goal reinsteht. Du bist sicher auch so ein spezieller Typ, du selber. Warum bist du Goalie geworden? Gut, ich denke, Goalies sind immer sehr spezielle Typen, definitiv. Es gibt ein bisschen eher die ruhigeren, es gibt ein bisschen die extrovertierteren. Ich würde mich jetzt zu der zweiten Kategorie zählen. Die einen oder anderen Verwendungen kennen mich auch noch von früher, eben der Christian Reichsteiner oder der Luki. Bei mir ist es eigentlich relativ einfach, schon in jungen Jahren. Mini Handball war es eigentlich so, gewesen, ich hatte auf dem Feld keine Ahnung, wo ich muss stehen, bin kreuz und quer gerannt. Und wo es dann geheißen hat, geh doch mal ins Goal, schau mal, wie es dir dort gefällt. Und ich doch ein, zwei Bälle gehabt habe, ist eigentlich der Fall klar gewesen. Ich bin einfach dort festgefahren. Aber bis heute gefällt es mir eigentlich sehr gut, von dem her ist es super. Ja. Derby sind immer ganz speziell. Jetzt haben wir hier Handball Endingen gegen STV Baden, das Derby mit viel Tradition. Heute haben wir eine schöne Kulisse, es sind viele Leute gekommen, trotzdem schönes Wetter. Wie wichtig ist die Kulisse bei einem Spiel für dich, dass du gute Leistung kannst bringen? Es ist mega schön. Es ist unglaublich toll, wenn man vor so Kulissen spielen kann. Egal, ob wir zu Hause sind oder ob wir auswärts sind. Es ist immer ein mega cooles Gefühl und eine mega, mega coole Sache, schöne Atmosphäre. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Spielern ist es so, wir achten uns gar nicht auf das. Wir blenden es irgendwie völlig aus und man nimmt das so ein bisschen, so beiläufig vielleicht ein bisschen mit, wenn man eine Aktion hat, sieht man an, sind Leute am Applaudieren, sind Leute am Klatschen, freuen sich für einen. Aber während der Aktionen, wenn man wirklich konzentriert ist, fällt das eigentlich eher so ein bisschen weniger ins Gewicht. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist es mega schön, jetzt auch hier wieder in Endingen oder in Würlingen dürfen spielen vor so vielen Leuten. Und es spielt eigentlich gar keiner, wenn man ausser zu daheim ist. Das ist eigentlich immer sehr speziell und cool. Marco, wir wünschen dir gute Pause und viel Glück in der zweiten Halbzeit. Danke vielmals und viel Spass weiterhin. Ja. Merci.